Herzlich willkommen. Wir machen jetzt weiter und suchen den Graschneck. Wir müssen jetzt die Wände hochklettern. Irgendwie habe ich ein bisschen im Gefühl, dass hier noch ein Kronett sammeln ist. Wir wollen doch nicht wieder gefoltert werden, oder? Nicht sehr nett, Schatz. Nicht nett. Hier unser Gegner, okay. Todesgrube wie bei Batman. Seine Stimme, die Fragen stellt, darf uns nicht fragen. Nadeln und Zangen, knack, knack. Nein, keine Zangen. Hier drüben ist was Blaues. Okay, spring ihn doch mal ran, Gollum, Alter, wirklich. Der glitscht halt wieder übelst hier rum an der Wand. Überall bauen die Kanten ran, wo er sich festhalten kann und dort, wo die hin müssen. So, das höre ich jetzt schon. Und er springt halt wirklich. Er springt einfach nicht dran. Also, wir haben es gesehen, dort müssen wir hin. Ja, das hat er schon gesehen. Hast du es gerade gefunden? Naja, ich weiß, wo es ist. Jetzt auf dem dritten Vorsprung. Ja. Aber ne, auf dem offiziellen Weg. Nee, das ist Nebenweg. Das ist halt wieder das Problem, weil es nicht offizieller Weg ist, hast du da übelst Probleme drin zu kommen. Nein, keine Zangen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier einen Wallrun machen muss. Nein, muss er halt nicht. Er muss halt springen beim ersten Mal. Wirklich, Freunde. Ach, wenigstens ist er hier schon mal. Jetzt hat er sich festgehalten. So, hier ist er. Vom Hauer, vom Burg. Burg hat Zahn verloren. Wie auch die meisten. Bist du okay, Mensch, wie da hingekommen ist, aber egal. Hat einen Zahn verloren, Alter. Ja, aber. Das Geist ist wieder, wie der Gollum gesagt hat, so wie wir. Wir brauchten vier, hatten wir uns gesehen, ne? Genau. Vier Stück, ja. Ja, Sammelobjekte, meine Freunde. So, wir müssen hoch. Hin. So, wir müssen hier rüber. Wo geht's denn hier lang? Das nächste Collector befindet mal. Nachdem wir den Crushneck gefunden haben, irgendwie. Da unten sind viele Wagen. Vielleicht versteckt er sich auf einem. Ja, irgendwie, ich glaube, wenn wir den Crushneck oder dann verloren haben, oder wenn wir den verlassen haben, wieder. Oder so. Ah, lol, Alter, ich bin ein Rindvieh, Alter. Die ganze Zeit das rote Licht vor Mordors Auge, Alter. Oh mein Gott. Rote Licht? Ja, wie im Film. Das Auge dreht sich doch und scannt doch alles. Ja, aber das sucht uns sowas. Ja, das dreht sich ja normalerweise immer im Kreis. Hm. Ja, doch ganz Mordor. Künstliche Intelligenz, oder? Ja. AI. Schnell jetzt, bevor er abhaut. Nein, versteck dich. Geh einfach. Geh ganz leise. Wohin? Es gibt nur einen Weg nach unten. Die Augen leuchten, Digga. Lustig, dass hier drinnen erstmal eine andere Sprache kommt. Wenn wir jetzt angreifen, schleichen, Zwerge oder beruhigen. Das
klingt nach Gollum. Das wird er nicht. Wir spielen einfach unser kleines Spiel. Ja, ganz ruhig. Nicht. Hast du die Orks schon überwunden? Nee, ich war nachher beim Gollum, hat den Streit gewonnen. Also, okay. Gollum! Niemand ist hier, mein Süßer. Niemand tut uns mehr weh. Aber wir müssen ruhig sein. Ruhig. Sind wir ruhig, mein Lieber? Ruhig. Ja, ruhig. Müssen ruhig sein, mein Schatz. Komm jetzt ganz leise. Keinen Mucks. Ja, easy. Den kann er mit Helm umbringen. Ich kann's aber nicht. Dubt doch immer noch was. Vorsichtig! Bitte den Graschneck. Wie viele Orks sind denn hier unten? Holla, die Waldfee. Ja, du musst immer den Kern immer durch. Ja, der hat doch seine Taschenlampe dabei. Easy. Was steht in der Nachricht? Steine sind immer voll. Okay. Ist ganz schön was los, meine Freunde. Wäre lustig, wenn du in so einer Ecke sitzt. Weißt du nicht, was hier passiert, ne? So, welchen Boy zieht's jetzt an, wenn ich das Ding gucke? Es gibt ihn. Jemand muss ihn gesehen haben. So, jetzt sind wir erstmal noch den Wagen. Boah, Schwein gehabt, Alter. So, wo geht's jetzt weiter? Irgendwas lila, das ist ein Stück zum Stecken in dem Ding. Der hat seine Taschenlampe dabei. Wir warten jetzt mal, bis der wieder zurückläuft und laufen auf die andere Seite. Der fickt zurück, okay. Schläft irgendwas? Was? Hier versteckt? Nein, kann ich nicht. Moin. Alles klar, ich hab's hier. Muss gelöst werden. Bringen den Typen? Nee, brauchst du nicht. Hast du dich gerade in dem lila Ding versteckt? Ja. Nee, da musst du irgendwie versuchen, unter den Kern zu kommen. Und dann geht's weiter und dann geht's auch mal rechts weg. Da musst du hier so eine. Ja, hier so einen Vorsprung spielen. Ich hab's Licht ausgemacht, deswegen kann ich verstecken. Okay, jetzt kommt der Typ nicht hingelaufen. Ja, blöd. Das Licht an. Das ist nämlich jetzt dunkel. Jetzt geht er aber zurück. Jetzt kannst du dich nämlich hier besser verstecken. Ja. Ja, weil da sieht ich sonst. Hast du das Licht auch ausgemacht, ja, ne? Ja, das ist auch ja. So, jetzt sind wir nämlich schon im Auto, meine Freunde. Was ist denn im Auto? Da ist auch nochmal ein Schattenplätzchen. Ah, hier können wir langklettern, okay.
Irgendwie noch gerannt in Slow Motion. Ja, da tritt schon immer her. So, jetzt sind wir hier. Es ist der Grasschneck. Sauber. Sie sind alle sauber. Durchsucht sie doch mal. So, jetzt so. Grasschneck passt. Smeargol, was machst du hier? Smeargol muss sich in einer Kiste verstecken. Nein, sie sind alle voll. Geh unter den Wagen. Da drauf. Sie suchen nach uns. Nach uns beiden. Zusammen. Verstehst du? Ich konnte sie gerade so überzeugen. Mach jetzt nicht alles kannst kaputt. Du hochklettern, du musst einen anderen Weg finden. Geh. Wieso schon bei diesem Rondell, wo du so hochlaufen musst, so. Naja, aber hier, warte mal, jetzt haben wir den gefunden, jetzt müssen wir irgendwo lang, jetzt müssen wir hier hoch, okay. Ja, und wenn du da weiter hochgehst, dann kommt da mal so halb links so eine goldene Kiste vor dir. Hat den und davon rechts ist so eine geriffelte Wand, die kannst du hochklettern. Müssen mal gucken, irgendwo könnte dann das Sammelobjekt sein, weil das nämlich, wenn wir den Waschneck jetzt verloren haben, muss es hier irgendwo sein. Du stehst gerne herum. Ich dachte immer, das Horn bedeutet suchen und fangen. Aber du stehst einfach nur da. Ja, ich stehe hier. Na und? Ganz still. Als ob es keine Strafe für Ungehorsam gäbe. Interessant, das zu beobachten. Oh ja, wie ist das hier? Stopp! Halt! Du, halt! Da vorne! Alles klar, gut, ist uns. Sehen, aber die lassen wieder ab. Oh, ich springe andauernd zu weit, wollte mich ja komplett verklapsen. Das ist schon so schlecht programmiert, Digga. Du Narr! Sag nicht, du hast dich. Hier ist ein Hebel. Den Hebel musst du irgendwie an. Du musst die Wand hochkrabbeln und dann musst du auf das Mittelteil und dann darfst du dort hier, keine Ahnung, random springen, Alter, und ich springe jedes Mal zu weit. So was hol es, Alter. Hier ist wohl das Ding zum Sammeln. Was suchen wir eigentlich? Einen Zögling und einen komischen kleinen Vielfraß. Vielfraß? So haben sie es mir gesagt. Es kann eigentlich schon sein, dass man hier. Irgendwo vielleicht noch was versteckt haben. Nee, das ist. Dings geht. Und hier drüber alles klar. Hier lang. Hier kann man eine Wand hochklettern und uns drüben verstecken. Dass der hier lang läuft, ist klar. Bist du schon oben bei dem Hebel? Ich war beim ersten Hebel. Aber Shit, das ist der erste Hebel. Moin. Ja, das wurde die Brücke runterlassen. Genau.
Was suchen wir eigentlich? Einen Södling hier hinten und ist einen irgendwo. Komischen kleinen Vielfraß. Hier hinten ist irgendwo. Das ist auf jeden Fall in dem Gebiet, ja, zum Einsammeln. Irgendwelchen Holzbretter. Ja. Sieht ja hier schon ganz gut aus. Hä, wie weit kommt denn der Ork? Ah, ich hab's, glaube ich. Ich hab's gefunden hier. Hier ist das Collectible hier. Der Nagel, meine Freunde. Das ist, wenn du den ersten. Bauen all ihre Sachen damit. Wenn du den ersten Dings gemacht hast, bist du an so einer Gabelung, wo zwei Wege lang gehen. Wenn du denn über die Brücke gelaufen bist, weißt du? Wo immer so ein Ork hin und her läuft. Ja. Und da musste. Ich bin einfach, wo da hinten war, einfach. Straight durchgerannt und die zwei Holzbarrikaden hoch, ganz nach oben. Da kommst du dann. Ich muss die Bretter hoch, die so gelb gestickt. Genau. Und da hast du bloß das Ding. Ich glaube, da geht's gar nicht weiter. Genau. Legst du es dann bei den Drehteilen oder wo? Hier ist es auf jeden Fall. So, ich kann mir vorstellen, wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die andere Seite rüber. Nur für ein Seil langlaufen. Okay, das ist doch schon geil. So auf dem Seil. Dort können wir ranspringen. Können wir hier irgendwas machen? Ja, können wir weiter? Ne, wir können uns verstecken. Ach, das ist gerade der offizielle Weg, wo ich bin. Ne, das ist bloß für das Sammlerstück. Ich bin jetzt aber auf den Seilen lang gelaufen. Jetzt muss ich mir überlegen, ob es hier lang laufen, ob der da drüber springen wird, ob der. Jetzt muss ich ja wieder runter zu dem Spasti oder was? Nee, lauf einfach auf den Seilen mal lang. Ich glaube, das ist das Richtige. Ja, du musst auf den Seilen laufen und hast du doch dann hier so in der Mitte so eine Säule mit so einem Griff oben, so einer Griffleiste. Dort, wo du hergekommen bist, auf den runden Ding. Du musst dich die ganze Zeit auf den Seilen lang bewegen. Ich hab's einfach halt nur mal probiert, ich hab's so super rausgefunden, das ist rausgefunden. Ich hab's einfach mal gemacht. Ob das so offiziell ist, oder? Ah ja, das ist der offizielle Weg, weil du auf der anderen Seite zum Hebel dann so kommst. Dann springst du in der Mitte an den Turm ran und dann hangelst du dich weiter. Genau, und dann läufst du auf der anderen Seite oder das Seil lang. Okay, ja gut. Ja. So, was geht denn jetzt hier? Geht das hoch? Ach, das Ding hoch, okay. Klettern wir mal hoch. Lassen. Mal ranspringen. Das Ding sieht gut aus. Den Schalter betätigen dann hoch, ne? Ja. Ah, dann kommt die Plattform hoch, da kannst du weiter lang angeln. So, jetzt mal hier. Okay, das haben wir uns geschafft. Ja, Ratten an, die sind genial, Alter. Nee, Fledermäuse. Nein, das war's auf jeden Fall, ne? Ja, wir müssen halt noch einen Ring hoch, alles klar, dass wir den von außen gesehen haben. Angekommen. Ja. Ah, beim Schicksalsberg sind wir jetzt okay. Haben wir jetzt das Collectible verpasst? Ne, wir haben zwei eingesammelt dazu. Wir brauchen ja vier. Ja. Hat sich nicht erwischen lassen. Sehr gut.
hat uns zurückgelassen. So, schnell jetzt. Es gibt noch andere Wagen, an die wir uns hängen können. Die Frage ist jetzt, ob das eine neue Mission ist. Mal schauen. In diesem Bereich ist keine Karte verfügbar. Was war? Was denkst du, ist das eine neue Mission? Erreiche die Brücke. Einfach mal hier einen Cut machen, meine Freunde. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.